Jo, und dann hast du eben schon angedeutet, mit dem Ruderboot über den Ozean, Teil 3. Ja, das war, also die Ruderbootgeschichte war ja nur so eine Promotion-Aktion. Es geht ja beim Ozean-Thema um was ganz anderes, ne? Und ich weiß nicht, wiefern du das schon mitbekommen hast. Meine Grundmission oder mein großes Vorhaben war die Datenbank Heroes of the Sea. Ja, die ist jetzt online seit wenigen Wochen und das ist ein Netzwerk im Internet, wo jetzt alle Menschen ein bisschen besser das nachvollziehen können, was ich teilweise auf der ganzen Welt erlebt habe. Und das sind genau die Probleme, die wir immer in den Medien sehen und ansprechen. Die große Plastikverschmutzung, der Klimawandel, die Erderwärmung, das Korallenbleichen, die Überfischung und all diese ganzen Tragödien. Die habe ich besucht, die habe ich fotografiert, die habe ich analysiert. Wir haben daraus einen Film gemacht, beziehungsweise eine Dokumentationsreihe. Aber was viel wichtiger ist in dieser ganzen Arbeit, ist zu sagen, es gab für alles, was ich gesehen habe, einen Lösungsansatz. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Menschen nicht mehr diese ganzen Schrecken in der Medienwelt vorhalten, sondern die mit positiven Impulsen versorgen, indem wir denen Lösungen zeigen. Ja, es ist ja nicht so, dass die Menschen per se die Welt zerstören wollen. Wir wollen nachhaltiger sein, wir wollen besser leben, wir wollen bessere Nahrung haben, wir wollen nachhaltigere Kleidung, wir wollen, dass das alles besser wird. Das heißt, aus diesem Grunde habe ich diese Sachen erforscht, diese Länder bereist und heute auf dieser Datenbank zusammengefasst. Ja, die Menschen können heute in Kategorien auswählen, was sie interessiert und finden Lösungsansätze auf der ganzen Welt. Und das war die Grundidee zu Heroes of the Sea. Und dafür habe ich eine kleine Aufmerksamkeitsaktion ins Leben gerufen. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als einmal über den Ozean zu rudern. Während andere Leute einen Flyer drucken, habe ich mir gedacht, ich ruder da einmal rüber, damit mich Leute wie du einladen, um dieses Interview aufzuzeichnen. Und du siehst, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe das gelesen und dachte, den Mann muss ich interviewen. Also gleich zur Rudergeschichte vielleicht nochmal. Wie bist du denn auf das Thema Ozeane gekommen? Du hast selber gesagt, du hast schon viel gesehen gehabt, viel dazu gehört und gelesen. Aber was ist es, was dich am Thema Ozean besonders fasziniert hat und warum da den großen Aufwand? Also es ist ungefähr, also zum einen, ich hatte ja gerade gesagt, ich kam aus diesem zweiten Projekt heraus und musste erfahren, dass das Thema Südamerika und Regenwald gerade nicht im Fokus der Medien steht, ja, und das so ein bisschen zum Misserfolg wurde, ja. Und das war schon in der Zeit, wo man schon viel über die Ozeane gehört hatte und ich auch diese Grundidee, das Element Wasser als nächstes Projekt zu benutzen, kreieren wollte, ja. Und dann kam das quasi ziemlich schnell, dass ich ja auf diese ersten Organisationen und Projekte gestoßen bin, die mich so fasziniert haben, dass ich gesagt habe, Ozeane werden mein nächstes Projekt, ja, obwohl das in der Größe, in dem Umfang noch gar nicht so greifbar war, weil wie kann man alle Weltmeere bereisen, ja, in so kurzer Zeit und wie möchte ich das darstellen? Wie du sicherlich bemerkt hast, heißt mein Buch auch nicht 100 Tage Ozeane. Es heißt Heroes of the Sea, weil wir viel, viel mehr Zeit gebraucht haben, um das alles zu analysieren und zu porträtieren natürlich. Ne? Und das ist bis heute meine tägliche Arbeit. Also wir arbeiten bis heute mit hunderten Organisationen, Institutionen, Start-ups, mit Vordenkern, mit Erfindern, mit tausend Leuten, die versuchen, die Welt und die Ozeane in speziellen ein Stückchen besser zu machen. Sind das die Heroes, diese NGOs und die ganzen Startups, die versuchen? Ganz genau. Das sind die Helden der Meere. Das sind die alle da draußen, die was tun, die was anpacken, die positiv die Welt verbessern wollen. Das finde ich sehr, sehr gut, sehr ehrenhaft und die brauchen eine Plattform, die brauchen das Gehör da draußen. Und du hast ja selber schon gesagt, Ozeane ist ein großes Thema, 70% der Erdoberfläche. Auch da natürlich wieder jahrelanger Research, aber wie bist du das Thema angegangen? Wie hast du entschieden, hey, welche Spots sind die müssen dabei sein? Und wo hast du gesagt, das ist zwar relevant, aber das schaffe ich einfach nicht alles? Ich glaube, angefangen hat es mit einem kleinen Aufkleber, den ich irgendwo auf dem Auto hinten gesehen habe, mit einem Totenkopf. Und da stand Sea Shepherd drauf, ja. Und ich weiß nicht, ich fand einfach das Logo geil, ja. Was sind das denn für Piraten? Dann habe ich mir die Webseite angeguckt und habe gesehen, okay, das sind echt ehrenhafte Menschen da draußen. Die kämpfen tatsächlich gegen die illegale Fischerei und versuchen,
die wunderbaren Lebewesen wie den Wal zu schützen oder die Robben, ja, und die Delfine. Und ich habe gesagt, boah, wie funktioniert denn das? Ja, das konnte ich gar nicht glauben, als ich es erst mal gesehen habe und erfahren habe, dass diese ganzen Menschen dort ehrenamtlich um die Welt reisen und in echt heldenhaften Geschichten dort illegale Fischverbände stoppen und kapern. Und das fand ich so cool. Da habe ich mir, ich glaube, das war im selben Gedankengang zu dem Namen Helden, ja, weil das waren echte Helden für mich. Und ich habe gesagt, die Helden der Meere. Und ich habe damals angefragt bei Sea Shepherd und die haben mich herzlich willkommen geheißen, eine große Kampagne dort mit zu begleiten in Westafrika. Und dann war ich auch schon mit meinem Kamerateam unterwegs im Kongo und in Gabun und war voll im Geschehnis drin, ja. Und wir waren wochenlang auf dem offenen Meer. Und dann habe ich erstmal so wirklich verstanden, um was es eigentlich global gesehen hier geht, ja. Und ich wusste, dass unsere Aktion hier zwar wichtig ist und einen großen Impact erzeugt, aber nach vielen Gesprächen und Nächten mit der Crew habe ich erstmal erfahren, was da draußen auf den Meeren los ist. Und dadurch ist das ganze Projekt gewachsen natürlich. Und wenn du es jetzt zusammenstampfen müsstest, was sind die großen Probleme, die wir haben? Du hast Fischerei angesprochen, du hast Plastik angesprochen. Was sind noch die großen Themen, die wir alle auf dem Zettel haben sollten? Ja, man kann das an einer Hand, also man kann es in 1000 kleinen Projekten abzählen, aber die Hauptfaktoren sind meiner Meinung nach wie vor die Erderwärmung, die zur Folge hat, dass sämtliche Korallen absterben und marine Ökosysteme darunter leiden und wir nicht wissen, welchen Schaden das nehmen wird. Ja, wir wissen nicht, ob das irreparabel ist und wir wissen nicht, wie das ausgeht. Das zu unterbinden ist aber ebenso komplex wie natürlich den Hunger zu stillen, den vermeintlichen Hunger, der, weiß nicht, durch die Fischerei entsteht, ja, durch diesen Massenkonsum an Tieren, dem unbedingt Einhalt geboten werden muss, damit wir nicht noch mehr ein größeres Artensterben dort draußen erfahren. Ja. Das sind so die Grundthemen. Das Problem mit dem Plastik, glaube ich, kriegen wir in den Griff. Ich glaube, mit ganz vielen tollen Helden da draußen, mit ganz vielen Projekten, die ich erlebt habe, mit dem Umdenken der neuen Generation werden wir die Plastikthematik in den Griff kriegen. Das sehe ich sehr positiv. Und ja, darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge. Aber so rein emotional gesehen bin ich ganz nah bei den Tieren. Und das tut mir richtig weh, wenn ich sehe, dass dafür immer noch viel zu wenig getan wird, dass solche hochintelligenten Lebewesen dort ausgerottet werden. Ja, du sprichst es an. Also es sind ja in den Ozeanen einige der intelligentesten Lebewesen, die es überhaupt gibt, mit Delfinen, Walen, Oktopussen. Trotzdem, wenn du sagst, Plastikverschmutzung kriegen wir in den Griff, du hast ja selber gesagt, du bietest auch immer eine Lösung quasi an zu jedem Problem, ja. Oder berichtest von einer Lösung. Was sind die Möglichkeiten, wie wir diese Plastikverschmutzung in den Griff bekommen können? Okay. Ich möchte den Hörer, der diesen Podcast jetzt hört, natürlich auf meine Seite bringen, ja, damit er sich viel mehr informieren kann und viel genauer als das, was ich jetzt erzählen könnte. Also auf www.heroesofthesea.com einfach die Kategorie Plastic Pollution anklicken und dann seht ihr das, ja. Aber das System und die Lösung dahinter ist relativ simpel. Es ist nur in den letzten Jahren sehr verkümmert. Es heißt Recycling, Recycling, Recycling. Der Grundstoff und das Produkt Plastik ist genial. Es ist genial. Ich bin kein Ökoterrorist, der sagt, weg mit dem Plastik. Ich glaube, wir alle wären heute nicht hier ohne Plastik. Ja? Wir würden kein Auto fahren, nicht in Urlaub fahren. Wir hätten kein Krankenhaus, keine Versorgung. Also allein, wenn ich mir den Bildschirm angucke, ich sehe dich mit deinen ganzen Plastiksachen im Hintergrund. Das ist ganz normal. Ja? Das ist ganz normal für uns alle. Das heißt, wir müssen auf gar keinen Fall dafür sein, dagegen zu sein. Ja? Wir brauchen nur eine Lösung. Wir müssen eine nachhaltige Lösung für diesen Verbrauchsstoff erfinden, indem wir diesem Material einen höheren Wert zuteilen. Ja? Das ist jetzt erstmal für viele in Deutschland nicht so relevant, aber für die Menschen in der dritten Welt von essentiellen Wert. Ja? Wenn wir Recycling-Systeme in der dritten Welt konstruieren, die es schon gibt, wie das genannte Beispiel durch Plastic Bank, dann ermöglichen wir diesen Menschen einen Zugang zu Elektrizität oder zu Geld oder zu einer Versorgung, die sie vorher nicht hatten. Wenn das
damit gehend eingeht, dass eine Infrastruktur dadurch gebildet werden kann, dann bewegt sich auch hier die dritte Welt in eine neue, bessere, modernere Zukunft. Und das ist zu realisieren durch ein Rückflusssystem, indem wir dieses Plastik zurückholen in unsere Welt und daraus nachhaltige Produkte schaffen. Also wir müssen nicht unbedingt fossile Energie und Brennstoffe verwerten, um immer wieder neues Plastik zu produzieren. Es gibt genug Plastik auf der Welt. Vielleicht kostet es ein bisschen mehr, aber es wäre doch ein schöner Gedanke, wenn wir der dritten Welt helfen, indem wir das Plastik zurückholen und damit unsere Produkte hier befüllen. Ja, es gibt ja immer die Idee, dieses Total Cost of Ownership, dass du sagst, du musst halt nicht nur für die Rohstoffkosten bezahlen, sondern musst auch für die Verschmutzungskosten bezahlen, wenn du nicht exakt dieselbe Menge recycelst oder ähnliches. Ist schwierig, das den Leuten zu vermitteln. Ja, was haben sie mit Verschmutzung zu tun? Ich meine, wir werden ja irgendwo fremd gesteuert und haben eine Müllabfuhr und wir denken, dass es alles geht seinen geregelten Lauf. Dass das manchmal nicht so ist, müssen die Menschen erst mit der Kelle erfahren. Ja? Aber was hat der Konsument damit zu tun, wird er sich denken. Also da gibt es andere schlaue Systeme, die das aufgreifen. Aber an erster Stelle müssen die großen Konzerne das steuern für uns. Weil wir sind Konsumenten. Ja? Wir haben zwar eine Meinung und wir entscheiden, aber grundsätzlich konsumieren wir an erster Stelle das, was die uns auf den Tisch legen oder in den Supermarkt bringen. Aber wen spricht denn die Kampagne Heroes of the Sea an? Spricht die nicht am Ende den Konsumenten, den einzelnen Bürger im Westen an? Jeden Menschen. Er kann es unterteilen in der Kategorie, die er sich aussuchen möchte, in der er sich informieren möchte und vor allen Dingen in der er auch lernen möchte. Und wenn er dort aktiv werden möchte, dann hat er die Möglichkeit, sofort zu helfen. Ja? Oder das natürlich für seinen eigenen Gebrauch in seinem Alltag umzusetzen. Und das ergibt dann quasi eine Awareness, ein Umdenken, ein Lerneffekt, den genau diese Seite hervorbringt. Quasi wie ein Wikipedia da draußen mit virtuellen Content für die neue Generation. Weil die lesen nicht mehr so gern, habe ich festgestellt. Habe ich auch gehört, deswegen machen wir einen Podcast. Ja, genau. Auch ein schönes Medium. Aber bist du da Optimist oder hast du manchmal auch das Gefühl der Verzweiflung, dass viele Menschen sagen, ja, man müsste etwas tun, aber wie du sagst, der Konsument am Ende ist ein ganz kleines Rädchen und es muss am Ende über große Stellen gehen, die nicht so einfach zu beeinflussen sind? Ganz einfache Antwort, ich bin durch und durch Optimist. Sonst hätte ich diese ganze Arbeit mir nicht aufgelastet, das so groß zu steuern. Und ich erinnere mich noch, dass die ganze Arbeit zu den Ozeanen mit einem Mann angefangen hat, der tatsächlich mit der Zahnbürste Korallen gereinigt hat. Und wenn da jetzt jeder sagt, das bringt doch nichts, dann soll er mal heute sehen, wie viele Coral Gardeners und Tauchinstitute gibt, die genau diese Arbeit fortführen und Schule machen, indem sie dadurch Korallen retten auf der ganzen Welt. Und von all dem, was du gesehen hast, all dem, was du recherchiert hast, gab es da Momente, wo du, so, obwohl du schon so tief drin warst, immer wieder geschockt warst, wie der Zustand wirklich ist? Ja, sagen wir es mal so, ich bin immer geschockt, wenn ich sowas sehe, aber ich bin wie so ein Chamäleon, ich kann mich auch schnell anpassen und ganz schnell in die Menschen reinversetzen. Ich erinnere mich an eine Reise auf Haiti, indem wir quasi in der Kloake gelebt haben, ja, also in der Kanalisationskloake, metertief im Dreck, im Plastik, um zu erfahren, dass den Menschen das genauso unangenehm ist wie mir in dem Moment, aber sie gar nicht anders können und dass sich auch da ein Lebensraum entstanden hat, der weitergeht. Das Leben geht weiter. Die Menschen brauchen eine Lösung von uns. Und ich meine, wir haben das Geld, wir haben das Wissen und wir haben die Technologie. Das muss da jetzt hingebracht werden, um den Menschen zu helfen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, weil das ist sehr emotional, wenn man so lange in solchen Ländern ist. Ja. Die Menschen tun einem natürlich leid. Aber wenn man dann eine Lösung für die hat, dann ist das Wunderbarste auf der Welt. Wenn man das zurückbringt und den Menschen hier näher bringen kann und das teilen kann, das Wissen teilen kann, dann ist das alles, was man richtig gemacht hat. Das glaube ich auf jeden Fall. Nur, wie du schon sagst, man hat das Thema beispielhaft Tibet, Amazonas, Klimawandel, Meere, Hunger auf der Welt. Am Ende ist ja auf der, sagen wir mal, auf der deutsche Otto-Normalbürger sagt immer, man muss was machen, ist aber halt nicht direkt betroffen. Was mich ehrlich gesagt beim Thema Meere vor
ich glaube, von einem halben Jahr mal über eine ZDF-Doku aufgeweckt hat. Da ging es halt nicht um dritte Weltländer, was ja um Gottes Willen, das ist grausam, das ist schlimm, aber es betrifft einen halt irgendwie dann doch nicht so direkt im Alltag. Und das war eine Doku über die Ostsee, die ja de facto ein Binnenmeer ist und das dreckigste Meer der Welt. Also ich glaube, in Schweden war das, da muss Ostseefisch ausgewiesen werden, weil der halt einfach de facto giftig ist. In Deutschland fahren jeden Sommer jetzt gerade wieder Abermillionen Menschen an die See, um in diesem Binnenmeer da zu planschen. Und das ist halt so eine Sache, die mich halt direkter getroffen hat, in Anführungszeichen, weil das andere ist immer so ein bisschen abstrakt, wenn man sagt, in einem fernen Land leiden die Menschen, um Gottes Willen, schrecklich. Aber zu verstehen, dass auch im reichen Europa, das ja angeblich immer diese tolle Vorreiterrolle hat, unser eigenes Binnenmeer, unsere eigene Ostsee, das dreckigste Meer der Welt ist, das hat für mich nochmal so einen richtigen Aha-Effekt gehabt. Wie bist du da rangegangen, der psychologischen Anführungszeichen, wie hast du dir überlegt, womit erreiche ich die Menschen am besten, wie kann ich sie erreichen? Also ich muss da kurz was zu sagen. Also grundsätzlich ist es alles eine Frage der Haltung. Ja? Die Ostsee, das macht dich betroffen, weil das in der Nähe ist. Du kennst die Ostsee, du warst da baden. Wenn man sagt, das ist das dreckigste Meer, dann muss man das in dem Verhältnis der Größe sehen. Ja? Also ich kenne die Ostsee sehr sauber. Ich kenne aber auch die vielen Probleme, die es dort gibt und auch die Algen, die dort, mit denen die schon sehr lange kämpfen, durch die Erwärmung, das Fischsterben, also die kleinen Wale, ich kenne die ganzen Probleme. Aber so Schlagzeilen wie das dreckigste Meer der Welt, ich bin da kein Fan von. Ja? Also es muss sich schon jeder sein Bild selber machen. Ich liebe die Ostsee, aber es geht darum, dass du deine eigene Haltung annimmst, ja, und die Themen da draußen sind viel zu komplex, als die mit so einem Satz stehen zu lassen, ja, und es wird überall gearbeitet und ich glaube, es liegt in keinem Interesse von niemandem, das nicht auch im besten Sinne zu versuchen oder aufrechtzuerhalten. Aber wir haben natürlich in der Vergangenheit viel falsch gemacht und müssen es jetzt reparieren. Aber das findest du auf der ganzen Welt. Also das findest du auch hier im See und in der Isar bei München oder im Rhein. Der ist auch nicht ganz sauber. Ne? Also wer geht wo schwimmen? Also wenn du wüsstest, wo ich schon überall schwimmen will, dann glaub mir, das ist alles nicht so tragisch. Das glaube ich dir. Dann kommen wir jetzt nochmal zu deiner Aktion, mit der ich auf dich aufmerksam geworden bin, mit dem Ruderboot über den Atlantik. Ich habe schon vielen gehört, die eine Weltumsegelung machen. Ich habe noch von keinem gehört, der mit dem Ruderboot rübergegangen ist. Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich um die Welt segel, lande ich nicht bei dir im Podcast, weil das ist ja langweilig. Da gibt es ja schon 1 Million Menschen, die das gemacht haben. Nee, wir hatten einfach, also ich hatte das ist ein uralter Traum von mir. Und den wollte ich realisieren. Ich habe dazu zwei Freunde oder zwei weitere Personen gebraucht, die das mit mir durchziehen. Das war nicht ganz einfach, aber dann habe ich gesagt, das passt jetzt gut. Das ist unsere Promotion für eine symbolische, physische Meisterleistung für die wahren Helden da draußen. Und das erzeugt Aufmerksamkeit und das hat gut funktioniert. Aber das war natürlich auch eine krasse Reise. Ja? Aber ich wusste, es ist physisch machbar und mental habe ich das schon beschlossen und dann haben wir es durchgezogen. Großartiges Projekt. Das glaube ich dir. Respekt dafür. Also Respekt für alles, was du machst. Und vielen Dank, dass du Aufmerksamkeit auf diese Aspekte bringst. Was war denn das für ein Boot? Also war das ein ganz normales Ruderboot, wie ich es mir vorstelle? Liebe Hörer, ihr merkt schon, ich halte das so ein bisschen zurück, weil es für mich gar nicht so bedeutsam ist wie die Datenbank Heroes of the Sea selbst. Aber wenn ihr auf der Datenbank mal nachschaut unter heroesofthesea.com, findet ihr im Menüpunkt einen Knopf, der heißt Story. Und da seht ihr die Atlantiküberquerung im Ruderboot. Du musst dir das so vorstellen, das war ein ganz gewöhnliches Boot, ein Rumpf, ein Chassis, so wie man es kennt, mit zwei oberen Kabinen draufgesetzt. Also wir haben das bauen lassen, optimiert für zwei Rudersitze mit einer vorderen und hinteren Kabine, in der man sich verstecken kann und dann die technischen Geräte oben drauf. Und das ist alles, was du quasi brauchst, um 50 Tage zu rudern, Tag und Nacht. Und so muss man sich das vorstellen. Das Boot war 9,5 Meter lang, in der Breite glaube ich 1,90 Meter. Wie gesagt, zwei Ruderplätze. Und dann gibt es nur eine Richtung und los geht's. Rudern, rudern, rudern. 24 Stunden, nie schlafen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und wart ihr jemals kurz davor zu kentern? Oh ja, wir waren zweimal kurz davor. Ich glaube, die härteste Nacht, die wir hatten, war der 6. Dezember 2019 an Nikolaus. Gerieten wir in einen Sturm mit über 100 Stundenkilometer Wind und 8 Meter hohen Wellen. Frag mich jetzt nicht, ob ich Angst hatte. Also wir waren... Das lasse ich lieber. Das war irre, ja, das war irre. Aber wir waren hellwach. Wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu überleben. Und das Boot hat sich gefährlich weit geneigt, also über die 45 Grad hinaus. Und mit jeder Riesenwelle dachten wir, jetzt ist es vorbei. Ja. Aber es ist Gott sei Dank nicht passiert. Unser Bötchen hat gehalten und ist aufrecht geblieben. Das Ruder ist zwar gebrochen, das muss man dann reparieren, aber ja, die Wellen haben echt Power. Das ist viel Wasser da draußen auf dem Atlantik. Und das haben wir 1:1 gespürt und erlebt. Großartiges Erlebnis. Wahnsinn. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Seid ihr schon mal vorher über die Ostsee gerudert oder wie habt ihr diese Situation trainiert? Wir sind ja hier in München ansässig und aus logistischen Gründen brauchten wir dafür natürlich einen naheliegenden See und haben im Zuge dessen immer wieder am Wochenende auf dem Starnberger See trainiert, ja, ohne Wellen. Aber dafür im Winter bei Schnee und Eis, ja. Apropos Winter, du hast Dezember gesagt, für den Laien, ich bin absoluter Laie, was jedwede Ozeanüberquerung angeht, aber ich wäre nicht im Winter losgefahren. Doch, wärst du. Das ist die einzige Möglichkeit, den Ozean zu überqueren. Ne? Also es gibt auch für die Ozeanüberquerung, für die atlantische Überquerung einen Korridor. Und wenn du dir mal auf der Karte den Äquator anguckst, dann weißt du, der Winter, den gibt's da nicht wirklich. Und in diesen Breitengraden unterhalb Kap Verden und Gran Canaria kannst du auch im Dezember losrudern und dir einen Sonnenbrand holen bei 30 Grad. Ja, ich habe nur das Bild gesehen, als du wieder da warst. Wieder mit langem Bart. Die Einwohner im Amazonas hätten wieder ihren Spaß gehabt. Genau. Aber du hast recht, das ist eine wundervolle Anekdote und ich finde es eine tolle Aktion. Und am Ende hast du und deine Kameraden das Leben riskiert, um Aufmerksamkeit für Heroes of the Sea zu schaffen. Von daher, lass uns dabei bleiben, weil das ist das Wichtige, dass die Leute da raufgehen und diese Website besuchen. Ich war selber mal drauf, ich finde die Aufteilung super. Ich finde, man findet die Themen, mit denen man sich beschäftigen möchte, sehr schnell. Was ist es, was du den Menschen zu dem Thema mitgeben möchtest? Was ist es, wo du sagst, Leute, wir müssen was tun? Und ja, es sind am Ende die großen Konzerne, aber jeder Einzelne hat seinen Beitrag. Also an erster Stelle ist Wissen ein großer Faktor für diese Datenbank. Wissen ermöglicht uns ein besseres Verständnis für komplexe Themen, die wir auch gerne mit anderen Freunden teilen, quasi sowas wie ein analoges Netzwerk. Und wenn man diese Quelle hat und die mag und damit spielerisch umgehen kann, dann kann man nicht nur sein Wissen erweitern, sondern man kann sogar seinen ganzen Alltag oder seine Verhaltensmuster vielleicht ändern. Ja? Wenn das alles so ein bisschen in die nachhaltigere Richtung geht oder es dazu beiträgt, dass wir in Schulsystemen neue Lernmethoden kreieren für die Umwelt, dann habe ich damit alles richtig gemacht. Und diese Seite hat Potenzial, so groß zu wachsen, dass wir dort eine Enklozypodie finden für die Meere, die es so noch nicht gab. Ja, und das, finde ich, ist wirklich an der Zeit, weil es gibt sowas noch nicht im Internet. Und das war quasi die Idee dahinter. Ja. Und was ich damit möchte, ist natürlich auch am Ende ein gewisses Konstrukt zu haben, mit dem wir vielleicht auch gewisse Dinge steuern können, dass wir damit Leute und Initiativen und Organisationen helfen, weil auch das ist nicht so einfach. Angenommen, meine Großmutter hat jetzt irgendeine Doku gesehen und findet es total traurig mit den Delfinen und möchte spenden, weiß aber nicht wo. Die wird bei Google eingeben, wie helfe ich dem Delfin, ja? So, und das könnt ihr ja mal eintippen da draußen und dann seht ihr, was dabei rauskommt, wie helfe ich dem Delfin, ja? Auf der Datenbank Heroes of the Sea kann man diese Kategorien einteilen und findet sein Ziel, ja, und kann sich informieren und weiß auch, dass man sich sicher sein kann, da kommt die Spende und die Hilfe richtig an. Und das ist das Tool, was das Internet heute uns vorgibt. Und da bin ich sehr stolz und happy darauf, das weiter ausbauen zu können. Du hast es gerade gesagt, du willst es weiter ausbauen. Ich vereinfache jetzt stark. Es ist nicht das Amazonasbuch, das fertig ist und zugeklappt wird, sondern es ist jetzt dein Projekt für die nächsten Jahre. Genau, es geht jetzt erst richtig los. Ich habe zwar noch andere weitere Reisen vor, aber Heroes of the Sea und diese Datenbank ist meine Arbeit, mein täglich Brot
Und da gebe ich Vollgas für. Dafür brenne ich jeden Tag. Wundervoll. Super. Dann wollen wir dich da gar nicht viel weiter von abhalten. Aber du musst noch auflösen, so leid es mir tut, es hat jetzt nichts mehr mit Heroes of the Sea selbst zu tun, aber du musst noch auflösen, warum du dir die Zähne hast ziehen lassen. Ach so, ja, na klar. Das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ich hatte tatsächlich so ein paar Baustellen hinten links am Backenzahn. Da war irgendwie eine Wurzelsektion, eine Entzündung, zwei Brücken. Und dann haben wir kurzzeitig entschlossen, mit mehreren Zahnärzten zusammen, dass es unmöglich, untragbar wäre, mit diesen Zähnen sich über den Ozean zu begeben. Und deswegen haben wir diese vier Zähne rausnehmen lassen. Und das war auch gut so. Ich hatte dann überhaupt keine Probleme mehr. Konnte auch seit langem wieder gut schlafen. Genau, und diese Zähne hätte ich jetzt gerne wieder zurück. Ja, das ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Ich habe ein sehr einseitiges Kaufverhalten und deswegen lassen wir jetzt diese vier Zähne wieder rein implantieren. Das sollte so sein, das sollte kommen. Wundervoll. Hast du den Leuten gesagt, geht auf die Seite, informiert euch. Jetzt hoffe ich doch, weil du eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit mit einem super spannenden Lebenslauf bist, dass da draußen auch Leute sind, die euch unterstützen wollen, die aktiv mithelfen wollen. Wie kann man euch unterstützen? Was kann man für euch machen, anders als Spenden schicken? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht so gerne der Mensch, der seine Hände aufhält, aber tatsächlich bin ich abhängig von Spenden. Ja? Also gerade jetzt in Corona-Zeiten müsst ihr euch vorstellen, ich habe mein ganzes Leben lang damit finanziert, auf Vorträgen euch meine Geschichten zu erzählen. Und diese Vorträge gibt es nicht mehr. Das heißt, bis Dezember habe ich keinen einzigen Job mehr. Ja, Corona-Hilfe schon angekommen und so weiter. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als pro bono für den guten Zweck zu arbeiten. Und das machen wir tagtäglich mit der Datenbank. Ich werde dafür nicht bezahlt, deswegen kann ich natürlich jede Hilfe und Unterstützung brauchen. Wenn ihr da draußen noch weitere Projekte findet, von der ihr der Meinung seid, die könnten Platz auf der Seite haben, schreibt mir, kontaktiert mich. Und wenn ihr eine kleine Hilfe abgeben wollt, könnt ihr auch über die Patreon-Seite auf Heroes of the Sea mich direkt unterstützen, nämlich diese Arbeit weiterführen. Aber das werde ich sowieso. Und wenn es das Letzte ist, was ich jetzt mache. Das Gefühl werde ich nicht los. Also wer 50 Tage auf dem Ozean unterwegs ist, der lässt sich nicht von sowas abhalten. Ganz genau. Wundervoll. Leute, geht auf die Seite, guckt euch das an, sammelt das Wissen, gebt das Wissen weiter und unterstützt Organisationen, die damit zusammenhängen oder Heroes of the Sea selber direkt, damit solche tollen Projekte weiterlaufen können und das eine große, große Enzyklopädie wird, die wir am Ende alle nutzen können und von denen wir alle dann unsere eigenen Vorteile wieder haben.